So, hallihallo, willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Splinter Cell Blacklist. Alter, hier kann ich nicht mal durchgucken, Junge. Na, war das jetzt doch der falsche Raum, wo ich rein bin? Also, der falsche nicht, aber die schlechtere Wahl. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Das wird sich gleich zeigen. Hä? Sorry, es war jetzt gerade ganz unverhofft. War nicht mein Stil. Ich weiß auch nie, ob die oben oder unten sind. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Ja, machen wir doch, Schätzelein. Das machen wir doch. Take it easy. Alter, die Tür hier bis hierher gemischt. Und so viele Schüsse oder was? Die wollen mich schon wieder einkesseln hier, die. Oh, schon raffiniert. Aber dumm sind die nicht. Was muss man den lassen? Jemand hat ihn umgehauen. Wir haben Verluste. Muss nach Angreifern. Braucht ihr nicht. Suche nach Schwachstellen, an denen du durchbrechen kannst. Wir haben Verluste. Ausschwärmen und alles
Wie viele denn noch, Junge? Vier Stück hier. Gambio. Banjo. Ja, ich könnte auch mal ein bisschen Hilfe gebrauchen. Mir hilft hier keiner. Im letzten Moment. Muss ich irgendwie ausschießen oder so? Box. Warum wird mir das Datenpaket nicht angezeigt? Hä, doch. Was ist denn hier links? Eine blöde Kiste oder was draußen? Dreh dich mit dem Sichtgerät um. Mach ich. Muss ich jetzt auf zwei Seiten rein oder auf einer oder? Wie ist das? Man, pull da ran! Pull da ran! Wenn ich Geld brauche, überfalle ich eine Bank. Amerikaner? Die schicken nicht die Iraner? Was sollten die von dir wollen? Ich glaube, wir haben ein wichtigeres Problem. Sam, im Transporter war eine Kommandoeinheit. Sie treten die Türen ein. Ich tippe auf die Kurzbrigaden. Wenn du mich hier raus und in Sicherheit bringen kannst, dann verspreche ich, dass ich dich belohnen werde. Jeder Mann hat seinen Preis. Ich will Informationen. Majid, Sadiq. Tut mir leid, aber selbst wenn ich den Namen kennen würde, könnte ich nicht sagen. Mein Geschäft basiert auf Vertrauen. Und jede Regel hat eine Ausnahme. Du kriegst, Sadiq. Wie praktisch. Komm mit. Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Wow, das hört sich doch gut an. Dann bin ich doch gerne dabei. Erledige sie. Vorher werde ich hier nicht weggehen. Ja, du Schisshase. Angsthase. Sie sind hier. Ruhe bewahren. Haben Sie hier geschickt, Junge, die GSG 9 hier oder was? Nuri ist tot, Sam. Das war's. What the fuck? Ich habe einen unterirdischen Fluchttunnel bauen lassen. Er führt zu meinem Privatdock. Ich hier nicht weggehen. Ja. Halt bereit. Nein, los!
Da können wir so was Stärkeres nehmen. Ich werde hier warten. Sie sind hier. Was haben wir denn noch mit? Tränengas, Tränengas, Schlafgas ist gut. Oder haben wir auch was Explosives? Naja, leider nicht. Boah, die sind echt heftig. Die ziehen durch rein. Da muss ich schnell und laut hinterher hier, es bringt nichts. Und du kleine Pussy. Wir sind fast am Eingang. Ja. Ist das mal ein bisschen ruhiger hier zur Sache oder wie ist das? Grim, wir nähern uns einem Fluchttunnel. Optionen? Ja, eine. Der Fluss. Ich sehe ein Boot an Nuris Privatanlage. Schwimmen! Ich kann wieder aus dem Waffenlager eine Knarre holen. Ja. Wenn mich eine Kugel trifft, dann nicht in den Rücken. Ja, ich hab's verstanden. Muss ja noch immer ärgern. Wenn du laut machst. Es ist eine einfache Vereinbarung. Er schickt mir Geld, ich schicke ihm Soldaten. Schicken wir mehr Wachen. Das ist nicht meine Angelegenheit. Gehen wir. Nicht so schnell. Ja, ich bin frustriert. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehmer für uns beide. Ah, das liebe ich ja hier. Boah. Hä? Jetzt schieß, wie du willst. Ja, komm, töte mich. Das ist so ein Bullshit, Alter. Das soll wohl ein Witz sein. So behandelst du Leute, die du schützen willst? Halt die Klappe, ist angenehm. Ah, am besten ist halt die Standardwaffe. Ich hab noch vorher durch seine roten Brille gesehen, als dass ich das über das gesehen habe. Scheiße hier, nein. Keine gute Idee. Die Kunstbrigaden zu nerven war keine gute Idee. Das kommt davon. Willst du, dass ich draufgehe? Was soll ich denn sonst machen, Junge? Wir müssen doch hier lang. Sieh mich doch noch gar nicht. Wir sind tot. Ach, laber nicht. Nur ein bisschen Gas mit. Nee. Aber wenn die sagen, das nähert sich. Da bleiben. Wie du meinst.
Wie, ich darf so nicht los, oder was? Nee, die müssen wir erst noch vermöbeln. Das sind nur zwei. Drei. Alter, wie lange fummelt der da rum? Die sind doch mal richtig scharf eingestellt. Gut, aber nicht besser. Bestätigt. Darf ich denn nicht gehen oder was? Ach ja, ich will doch nur hier raus. Seht ihr mich hier? Das ist ein guter. Schlaf beide ein. Naja, da merkt er nichts, da eine Gasmaske. Will ich nicht. Verstanden. Ich komme nicht rein hier. Das war der Plan. Was sich jetzt zeigt, kein besonders guter. Ich will Namen. Hier. Darauf sind die Namen und Ausweisnummern aller Männer, die ich Sadiq geschickt habe. Remy, schick dir eine Datei von Nuris Mobiltelefon. Überprüf sie. Verstanden. Uns fehlt die Zeit. Erwartest du, dass ich dir vertraue? Sam, du musst da weg. Die sind nicht mehr weit weg. Ja, hast recht. Hört sich so an. Nuris Datei ist okay. Weg da! War doch eine schöne Mission im Großen und Ganzen, oder? Das hat sich geändert. Durchschnitt. Wie nützlich waren Nuris Informationen? Wir überprüfen gerade die Ausweisnummern. Vielleicht sind wir Sadiqs Leuten bald auf der Spur. Warum lasst ihr den laufen und ich sitze immer noch bei euch Idioten? Weil du uns hier viel nützlicher bist als da draußen. Die Regierung vermutet, dass Blacklist vom Iran gesteuert wird. Nuri ist vielleicht ein Geheimagent und du lässt den Mann einfach laufen? Ich mache aus der Not eine Tugend. Du machst einen Fehler. Der Iran ist völlig unberechenbar. Du klingst ja fast wie die Präsidentin. Wenn du das nächste Mal mit ihr redest, wirst du vorher Bescheid sagen. Charlie? Ein Peilsender. Bin durch deine E-Mail-Peilung auf die Idee gekommen und hab Nuri ein Virus aufs Handy geballert. Es überträgt Gespräche, GPS-Daten und wahrscheinlich infiziert er auch seinen Computer damit. Wir erhalten so mehr Informationen, als wenn wir mit Corbin eingesperrt hätten. Das glaube ich nicht. Ist dir egal, verstehe ich als Maul. Alles, was du aus Washington kriegst, sind Vermutungen. Ich beschaff Daten. Du wirst noch einen Krieg auslösen. Diesen Krieg hat Sadiq längst begonnen. Wir sind diejenigen, die ihn beenden sollen. Kümmer dich weiter um die Ausweise. Wir brauchen eine Spur, und zwar gestern. Was
So. Einmal hier drüben sprechen und nochmal gucken, was wir hier eventuell was verbessern können mit der Waffe. Hallo? Hey Sarah. Ist ein langer Flug, also bleibt mir etwas Zeit. Schön, dass du anrufst. Hat er dir schon die neuesten Nachrichten erzählt? Hab eine grobe Vorstellung. Wie läuft es bei dir? Die Lage ist irgendwie angespannt. Der Countdown von Amerikas Freiheit läuft ab, aber noch dreht keiner durch. Irgendwas Neues von Vic? Hab nachgefragt. Er ist jetzt in den Staaten. Es geht ihm besser. Nicht gut, aber besser. Danke, dass du gefragt hast. Und, wie geht es dir? Mach dir keine Sorgen. Die mache ich mir schon. Das lässt dich nicht abstellen. Bis bald. Tschüss, Dad. Phew. Da ist es leider. Sarah. Ausrüstung. Ja, da will ich ja mal hingehen. Hey Sam. Grüß dich. Charlie, gute Idee, das mit dem Trikopter. Dann hast du ihn bestimmt aus Dankbarkeit gesprengt. Dafür ist er doch gebaut worden. Ich weiß, aber ich hatte eine besondere Beziehung zu ihm. Zu einer Drohne? Du bist irgendwie anders, Charlie. Das meinst du bestimmt positiv. Jo. So. Was hast du denn Schönes? Ja, den Trikopter brauche ich nicht. Den kriegt man eh in Mission, wenn man den da braucht. Das ist Rotz. So, das Brille. Mit Geräusch am Ziel zwischen Sonarimpulsen zu finden, drücke. Ja, noch besser. Ja, komm, warum nicht? Was soll's? Immer wieder Distanz erhöht. Ja, genau. Immer besser, immer besser. Alternativer Formfaktor für Distanzbrillen, ja, wow, also wie gesagt, so Standardbrille, ne, aber nicht viel Unterschied. Kaufen wir auch noch, was soll der Geiz? Alpha-Brille, ich spiele hier nichts anderes durch. Eine Alpha-Brille hab, wer weiß, was die dann hat. Vielleicht auch noch Rotz. So, anzugmäßig geht hier nichts mehr, hä? Das ja doch exklusiv. Wir sind alle besser. Ich habe klassische Handschuhe an. Ja. Alles dasselbe hier, ist nur die Optik. Wenn es nur die Optik ist, dann nehmen wir die. So. Genau, haben wir Handschuh. Hab ich Handschuh habe ich vergessen, tatsächlich. Komisch. What's zuck, zuck, zuck. Na, wird wieder, was wird hier abgezogen? Stealth, ne. Ja, wir brauchen Stealth. Was gibst du? Wo, wie, wo, was? Ja. Frage ist, ob das dann besser ist. Hätten sie mal reinschreiben sollen. Nee, dann machst du das dann und nachher ist es schlechter, Alter. Das ist dann ärgerlich zum Kotzen dann. Wenn es so ist. Nö, keinen Vorwurf machen. Ja, Lichter bleibt dabei. Okay. Wo waren wir denn jetzt? Ja, alles klar. Pistole. Wir haben schon das mittlere genommen, genau. Pistole ist total ausgerüstet.
Sekundärwaffe brauche ich jetzt eigentlich auch nicht, ne? Was ist hier am besten? SVU. Aber es ist ein Scharfschützengewehr. Das muss man natürlich auch im Kopf behalten. Hier gibt es eh nichts. Schlafgas. Da gibt es nichts. Gibt es hier noch irgendwo wie was zum Auswählen? Ach, was für eine Farbe der hat. Okay. Na, also bei allen guten Dingen, aber scheiß nochmal auf die Farbe, oder? Juckt mich jetzt nicht. Ist egal. Ja, nee. Alles klar, haben wir alles. Super. Gute Arbeit, Charlie. Okay, dann baue ich noch ein bisschen Zeug, dass du in die Luft. So, ich würde sagen, wir gucken uns jetzt noch die Sequenz an zur nächsten Mission und dann verabschiede mich erstmal. Für heute. Und bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Oder ein Kommentar. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich gerne. Vielleicht schaffen wir ja bald die 100 Abos. So, London. Hört sich gut an. Verlassene Mühle. Verlassene Mühle hört sich nicht so gut an. Waffenschieber und Vermittler von Söldnern. Er beliefert alle, die sich seine Waren leisten können. Wir haben seine Dienste früher auch in Anspruch genommen, um gewisse Organisationen mit Material zu unterstützen. Nuri hat sich immer politische Neutralität bewahrt und war darauf bedacht, mit allen handeln zu können. Die Überwachung seiner Voice-over-IP-Adresse hat gezeigt, dass er seit 2 Jahren Geschäfte mit den Engineers macht. Diverse Zahlungseingänge auf seinen Auslandskonten bestätigen dies ebenfalls. Eindeutig Engineer-Aktivitäten. Wir glauben, dass Nuri nicht mehr vertrauenswürdig und jetzt ein Mitglied der Engineers ist. Er wird ohne Vorwarnung erschossen. Das Update von Vikos, das du wolltest. Danke. Wir müssen nicht so einen Aufstand machen, um Sadiq zu finden, wenn du mir erlauben würdest, das MI5 zu hacken. Das gäbe einen internationalen Zwischenfall und du verrottest im Belmarsch-Gefängnis. Wenn man mich erwischt. Was ist jetzt schon wieder? Wir verfolgen die Ausweisnummern, die du von Nuri bekommen hast. Netzwerkanalysen, Reisebewegungen, Finanztransaktionen. Todlangweiliges Zeug. Sagt mir einfach, was ihr habt. Gar nichts. Womit bewiesen wäre, dass ich wertvolle Arbeitszeit mit Datengewinnungsroutinen vergeude? Ach du Scheiße. Die Engineers sind in London. Vergeudung, ja? Gute Arbeit, Grimm. Wir haben alle eine Verbindung zu Sadiq. Und untereinander. Das ist eine Schläferzelle. War eine. Sie wurde aktiviert. Was machen wir jetzt? Uns bleibt nur eine Möglichkeit. Wir hacken MI5, mal sehen, was sie wissen. Vergiss es, Charlie. Können wir nicht riskieren, er gehörte zum britischen Geheimdienst. Wer weiß, vielleicht hat er da Freunde. Wir würden sie alarmieren und die wären im Nu verschwunden. Die verstecken sich wohl in der verlassenen Mühle. Ist direkt am Wasser. Mehrere Positionen für Scharfschützen. Ich erstelle einen Plan. Charlie, du wirst ihr helfen. Briggs. Bei der Arbeit. Wir haben eine Mission. Ich will dich dabei haben. Auf dem Weg. Enge Gänge in einem abgewrackten Gebäude erfordern Aufklärung. Nimm den Trikopter mit, dann ersparst du dir ein paar Hinterhalte.
Mal wieder Pisswetter in London hier. Typisch England. So. Die Mission seht ihr aber in der nächsten Folge, wenn ihr wieder einschaltet. Also seid dabei. Ciao.